als nächster Redner am Wort Harry Buchmeier, SPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, Hohes Haus. Wie bereits ausgeführt wurde, bringt die Änderung des Studienförderungsgesetzes eine ganze Reihe von Verbesserungen für Studierende mit der Zielgruppe 27 Jahre. Bezugnehmend auf den im letzten Wissenschaftsausschuss präsentierten Bericht zur sozialen Lage der Studierenden gehen 61% der Studierenden einer Erwerbstätigkeit nach. Das wurde schon mehrmals angesprochen, doch Erwerbstätigkeit ist nicht gleich Erwerbstätigkeit. Die Wochenarbeitsstunden gehen von durchschnittlich 18,8 Stunden bei Bachelorstudien bis zu 34,1 Stunden bei berufsbegleitenden FH-Studienlehrgängen. Das heißt, Studium und Beruf ist bei Studierenden nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Ja, 21% der Studierenden sehen sich sogar in erster Linie als Erwerbstätige, die nebenbei studieren. Laut Studie haben aber auch 54% der erwerbstätigen Studierenden Vereinbarungsschwierigkeiten. Das liegt zum Teil auch an den Studienangeboten unserer Hochschulen, die mehr auf eine bessere Vereinbarkeit mit Beruf und Familie eingehen sollten. In der vorliegenden Novelle ist nun für die Studierenden ab 27 Jahren eine Erhöhung der Höchststudienbeihilfe um 380 Euro, also 30 Euro im Monat, vorgesehen. Gleichzeitig fällt aber auch eine etwaige Mitversicherung bei den Eltern im Regelfall weg. Das heißt, eine Selbstversicherung kostet aber monatlich zusätzlich 55,4 Euro. Das fällt aber in eine Lebensphase, in der sehr viele Studierenden über einen bestimmten Zeitraum ihre berufliche Tätigkeit stark verringern bzw. ganz einstellen, um ihre Studienprüfungen bzw. Diplomarbeiten abzuschließen. Gerade hier kommen viele Studenten in finanzielle Schwierigkeiten, dass unter Umständen Weiterbildungsgelder oder auch ein Teil Arbeitslosengeld und andere Dinge in Abzug gebracht werden und so auch kein Studienabschlussstipendium erwartet werden kann. Abschließend möchte ich sagen, die vorliegende Novelle bringt sehr viele punktuelle Verbesserungen für Studierende in Österreich. Jedoch im Detail finden sich gerade auch im Bericht zur sozialen Lage von Studierenden noch einiges an Verbesserungspotenzialen, an denen wir in Zukunft arbeiten müssen. Danke. Studium und Beruf sei die Regel, wobei 54% der arbeitenden Studierenden angeben würden, dass es Probleme bei der Vereinbarkeit gebe, hebt Harry Buchmeier von der SPÖ hervor. Hier gäbe es noch Verbesserungspotenzial.